Jetzt hatte der Bundeskanzler Kurz heute gemeint, für alle Geimpften ist die Pandemie zu Ende. Mehr oder weniger etwas zeitversetzt hat Landesrat Christian Gantner angekündigt, dass die 3G-Regeln wieder verschärft kontrolliert werden sollen. Verstehen das die Menschen jetzt noch, auch wenn diese Regeln, dass jetzt wieder stärker kontrolliert werden soll, vor allem auch wenn man gesehen hat, was gestern für Massen beim Public Viewing in Bregenz waren? Nimmst mir fast das Wort aus dem Mund jetzt. Ich war eigentlich wirklich auf dem Sprung am Karmarktplatz in Bregenz das anzuschauen, und dann habe ich die Fotos im Nachhinein, ich war dann zu faul, bin daheim geblieben und habe das genossen, das Fußballspiel. Aber im Nachhinein habe ich dann die Bilder gesehen vom Karmarkt, und ich verstehe die Sehnsucht, ich verstehe die Freude, ich verstehe alle Menschen, die jetzt etwas genießen wollen, den Sommer wie früher oder fast wie früher genießen wollen. Trotzdem, wenn man im Nationalrat gesehen hat, was da gerade passiert ist, dann glaube ich schon, dass es in Ordnung ist, wenn man die 3Gs kontrolliert. Ich war gestern Mittag in Doorn in einem Gasthaus, und ich war echt positiv überrascht, man hat uns kontrolliert, aber die Bedienung hat uns erklärt und hat gesagt, es kommen wirklich zum Beispiel dort in dem Gasthaus Motorradrunden, die durch den Vorderwald fahren, und wenn man fragt 3G, hauptsächlich aus Deutschland, dann sagen sie, haben wir nicht, und dann werden die dort nicht bedient, gehen wieder und haben aber gar keine Sorge damit, weil sie sagen, im zweiten oder dritten Gasthaus kriegt man sicher was, das machen wir jetzt schon die ganze Runde so. Und das ist halt aus meiner Sicht fahrlässig. Und ich glaube, wir müssen da einfach vorsichtig sein und verantwortungsvoll sein. Und es ist ja keine Arbeit. Also nochmal, das ist erledigt im Handy drinnen, das App. Und ich zeige das vor, so wie man immer mehr digital bezahlt im Einzelhandel. So zeigt man jetzt halt vor, dass man 3G sicher ist, und dann kann man genießen. Laufen wir Gefahr, dass wir da dieselben Fehler machen wie im vergangenen Jahr, wo wir auch dachten, im Sommer, es ist eh alles um, und im Herbst, Winter hat uns die nächste Welle erreicht, und jetzt steht ja Delta sozusagen unter Anführungszeichen in den Startlöchern und ist schon hier. Es ist genau auf den Punkt gebracht, das, was du jetzt sagst. Wir dürfen, wir müssen Lessons learned haben. Also es kann nicht sein, dass wir wieder genießen, und im September oder Anfang Oktober kann man uns dann vorwerfen, ja, lustig, ihr habt überhaupt nicht reagiert, ihr habt auch an der Pipeline, und diese jungen Menschen, verstehe ich alle nur zu gut, nicht aufpasst, ihr habt das beim Public Viewing gemacht, ihr habt keine Ahnung, bei den Festspielen, irgendwo bei anderen Großveranstaltungen, nicht aufgepasst. Das will ich und möchte ich nicht, dass man sich das vorwerfen muss. Es geht auch um das Öffnen der Schule im Herbst wieder. Ich möchte da ordentliche Zahlen haben. Da kommt etwas, aber wir kommen auch nicht mehr, da bin ich felsenfest davon überzeugt, in diese Situation hinein, wenn wir wirklich hergehen und uns impfen lassen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn wir die zwei Stiche haben, dann werden diese Menschen, die gefährdet sind, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, nicht mehr ins Krankenhaus kommen mit dieser Krankheit, wenn sie positiv getestet werden. Und das ist die Hilfe. Mich interessiert das nicht wirklich, wenn jemand Covid-positiv ist, wenn er das erlebt wie eine leichte Grippe.